Also es ist ja nichts falsch daran, dass man den Nachbarländern von Syrien von Anfang an hätte helfen müssen bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Dazu zählt auch die Türkei, genauso wie Jordanien, wie Libanon oder wie der Irak. Hilfe für die Flüchtlinge ist das eine, dass man wegschaut bei Menschenrechtsverletzungen oder wie jetzt sich alles Mögliche von der türkischen Politik gefallen lässt, bis in die deutsche Innenpolitik hinein. Ich meine, ich erinnere noch mal dran, hier schicken türkische Konsulate Lehrer und andere Eltern quasi los und sagen, schreibt uns auf, wer schlecht über die Türkei redet, denunziert die, damit wir sie in der Türkei verhaften können. Das geht nicht. Das muss der Türkei deutlich klar gemacht werden und eine rote Linie ist sicherlich überschritten worden, als Deniz Yücel verhaftet wurde. Damit ist ja klar, der soll quasi in Geiselhaft dienen, um quasi die Bundesregierung zu erpressen. Und ich finde, da muss man schon eine Sprache finden, die in Ankara verstanden wird. Da habe ich so meine Zweifel, ob die Bundesregierung dazu in der Lage ist.